Moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Volkspark. Ja, es ist soweit. Das Warten hat ein Ende. Heute Abend steigt das Stadtderby gegen den FC St. Pauli. Ich bin unfassbar aufgeregt. Das Wetter ist bombastisch. Es ist alles angerichtet für einen Derby-Sieg. Die HSV-Fans sind schon überall zahlreich erschienen. Die Stimmung ist phänomenal. Alle haben Lust auf dieses Duell. Und ich nehme euch gleich mit ins Stadion. Machen wir es kurz. Was passiert heute? 2-1 HSV. So simpel. So simpel. Ja, sehr gut. Simpel. Und du? 4-1. Ganz gedingendes 3-2. Zittern, aber am Ende kriegen wir es hin. Joscha, zwei Holz schon am Start. Zwei Bier in der Hand, zwei Tore, 1-1 leider, muss ich sagen. Ein ganz dreckiges 1-0 für uns. Sehr gut. Oh. Ihr kommt aus Köln. Aus Köln. Und wie lebt es sich in Köln als HSV-Fan? Ja, schwierig. Hamburg ist besser. Jeder ist Köln-Fan, FC, HSV für immer. Mega aufgeregt, mega Hype, das Wetter passt, richtig Bock und ich hoffe heute. Ich habe ein gutes Gefühl. Wir werden das Ding heute ziehen, nur der HSV. Ja, mein Tipp ist, ich glaube, es wird ein gutes 3-1 für uns heute. Aber ich bin heute schon richtig nervös. Wahrscheinlich den ganzen Tag über spitzige Hände. Ich hoffe aber, das wird gut ausgehen. Und ich glaube, nein, positiv, egal was passiert, wir glauben dran. Ich glaube, wir steigen dieses Jahr auf. Es sind 2 Stunden bis zum Anpfiff und es ist schon unfassbar voll. Die Leute sind hier, es ist Partystimmung und man merkt, es ist ein Derby, es ist ein besonderes Spiel. Es liegt echt was in der Luft. So, Scholle, komm noch einmal deinen Tipp. Was sagst du? Deine Einschätzung? Ich kann ja jetzt nichts anderes sagen. Also eben, ich habe da als Berufsoptimist auf den Sieg getippt. 2-1. Im Gefühl habe ich einen Unentschieden, aber ich tippe auf den Sieg, weil ich einfach das Universum ein bisschen beeinflussen. Komm. Super. Es geht los, ich habe Gänsehaut, unglaubliche Stimmung. Wow, einfach nur wow. Die HSV ist in Derby-Stimmung. Das gefällt mir, von der ersten Sekunde an Feuer. Komm her. Komm her mit dem Schussversuch. Die Riesenchance für St. Pauli. Ab vor der Jahresschuss wird abgefälscht. Boah, das war glücklich. St. Pauli wird es leider stärker. Das sieht nicht gut aus. Ab vor der Jahr hat getroffen, aber ich glaube, es war vor ein V-Spiel. Glück gehabt. Daschner, die Riesenchance für St. Pauli. Euer Fernandes steht wirklich. Ärgerlich, nach dem guten Beginn verliert der HSV gerade ein bisschen die Kontrolle. St. Pauli wird immer stärker. 1-0 St. Pauli. Saliakas macht das Tor, setzt sich über rechts durch. Ins kurze Eck, meine ich. Das ist ärgerlich, das ist so bitter. Es hat sich schon ein bisschen angedeutet. Trotzdem, ich hatte gehofft, dass wir die erste Halbzeit überstehen, aber viel zu leicht, viel zu einfach durchgekommen. David! Von
zieht einfach mal ab. Mit rechts. Traumtor. In den Winkel. Ich bin. Ich kann es gar nicht glauben. Jonas Hamann. Das Tor gut angefangen und da die Kontrolle verloren. St. Pauli war leider gefährlicher. Kam zum 1-0 durch Saliakas, aber in der 44. Minute haut Jonas David einen raus. Wow, das war das, ja, der Tor hat viele schöne Tore gemacht, aber das war auf jeden Fall ganz oben bei den schönsten Toren. Das ist ein Derby, der HSV ist da, egal wie, Ausgleich, jetzt die zweite Halbzeit mitnehmen. Und jetzt warten wir erst, ob es sich darauf verzogen hat und dann geht's weiter. Ja! Bakary Atamas, 1-1 für den HSV! Hier und letzte Runde! Aber ich glaube, er hat sich dabei verletzt. Das sieht gar nicht gut aus. Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit macht der HSV das 2-1. Bessere Zeitpunkt hätte sich gehen können. Die Stimmung ist da. Ich glaub dran. Die Hertha kann auch erstmal weitermachen. Gute Nachricht. Anschlusstreffer St. Pauli, viel zu einfach, vollkommen frei durch, ich wollte gerade sagen, das Spiel ist etwas zerfahren, aber St. Pauli bleibt gefährlich, super ärgerlich und super unnötig und jetzt sind es noch 20 Minuten, die wir zittern müssen. Der HSV stellt sich gerade richtig, richtig dumm an, fast der Ausgleich, Erik Schmid, Arschart am linken Pfosten vorbei, ich kann es nicht glauben. Der HSV ist gerade richtig schwach, der HSV zittert. St. Pauli ist stark, St. Pauli trägt auf den Ausgleich. Ich bin nervig am Ende. 8 Minuten noch. Plus Nachspielzeit. Ich habe jetzt schon keine Fingernägel mehr. Ich glaub's nicht, meine Nerven sind am Ende. Was für ein Spiel!